Hallo zusammen, hier ist wieder Nadine von Stempelmami und heute möchte ich mit euch zusammen diese kleine Karte hier basteln. Kleine Karte ist gut, das ist eigentlich schon eine etwas größere Karte und zwar nennt die sich die Criss-Cross-Karte. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gesehen. Und zwar werden hier die Seitenlaschen von so einer Karte links und rechts diagonal weggeschnitten und dann so zusammengeklebt. Ihr könnt das hier an dieser Seite noch sehen, dass diese diagonale Seite hier festgeklebt ist und ich habe die ein bisschen anders gestaltet als die normalen Criss-Cross-Karten, da ich wie gesagt hier die Glitzersteine einpacken wollte, da musste ich die ein bisschen anders gestalten, sonst hätte das alles nicht gepasst und ich möchte ja auch gerne mein ganzes Designerpapier mal so ein bisschen wegarbeiten und ja, habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich diese Karte hier gemacht habe. Die könnt ihr wie gesagt abwandeln, groß, klein, die könnt ihr auch in Hochkant machen, ich habe das jetzt in Querformat gemacht. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich lege die Karte wieder mal hier oben in die Ecke. So, und als erstes braucht ihr den Papierschneider. So. Dann brauchen wir ein DIN A4 Papier und das DIN A4 Papier. Schneidet ihr euch zurecht. Und zwar mit einem Maß. Ihr legt das an der kurzen Seite an, schneidet das bei 13 cm durch. So, und dann wird mit der langen Seite, das Papier bleibt von dem Maß her gleich, also 29,7 cm, wenn ihr ein DIN A4 Papier nutzt. Bei einem 12x12 Zoll Bogen ist das ja 30,5 cm, könnt ihr genauso lassen. So, und jetzt wird einfach nur noch gefalzt. Und zwar legen wir die lange Seite das erste Mal bei 6 cm an, dann wird gefalzt und dann legen wir die Seite bei 23,5 cm an und dann wird wieder gefalzt. So. Und das war's auch schon. Dann können wir den Papierschneider schon an die Seite legen. Das können wir, wie gesagt, individuell anpassen an dem Material, was ihr einpackt. Ich habe die Karte jetzt wieder so gestaltet, dass hier wieder diese Glitzersteine reinpassen. So, und hier an den Falzlinien werden wir jetzt einfach nur die Seitennaschen einmal kurz nach innen schlagen. Mit dem Falzbein nachgehen. Machen wir auf der anderen Seite auch. Ne? Schaut, dass er hier unten wieder schön bündig liegt. Dann ist die Falzlinie auch gerade. So, dann ist diese Karte schon mal fertig. Die legen wir jetzt mal hier oben hin. So, und jetzt habe ich mir zweimal ein Designerpapier zurechtgeschnitten. Das war so zusammengeschnitten. So, und zwar ist das eine Breite von 13 cm mal 17,5 cm. Da braucht ihr zwei Stück von. Denn wir brauchen einmal, ja, ich sag mal, diese Diagonale und einmal genau die entgegengesetzte Diagonale, damit wir nachher auch diese beiden Karten zusammensetzen können. Die werden wir jetzt nochmal mit dem Papierschneider eben durchschneiden. So, und zwar könnt ihr euch das ungefähr merken. Und zwar von rechts oben einmal das Papier. Ich gehe mal weiter in die Kamera rein, so. Also ein Papier müsst ihr schneiden, von rechts oben nach links unten und das andere Papier von links oben nach rechts unten. So, und das legen wir jetzt mal so, mal so ein bisschen weiter, genau, das solltet ihr jetzt sehen können. So, also die Ecken schön hier in die Schneiderille reinlegen und dann einfach diagonal durchschneiden. So, und dann habt ihr nämlich zweimal für eine rechte Seite ein Dreieck zurechtgeschnitten. So, und jetzt schneiden wir von links oben nach rechts unten. So, legen das Papier wieder in den Schneider, wo die Falzrille ist, hier mit den Ecken oben und unten. Und dann auch einmal diagonal durchschneiden, damit wir auch für die linken Seite die Dreiecke haben. Ihr könnt natürlich auch Farbkarton nehmen, könnt den bestempeln. Da ich ja, wie gesagt, Designerpapier wegarbeiten wollte, habe ich hier Designerpapier hergenommen und kann jetzt so, könnte jetzt so zwei Karten erstellen. Und da ich jetzt nur eine linke und eine rechte Seite brauche, lege ich die andere an die Seite. Dann mache ich die andere Karte später noch mit fertig. So. Und jetzt kleben wir das Designerpapier einfach hier so fest. So. Also wer mag, der kann sich jetzt, wer sich unsicher ist und nicht weiß, wo er den Kleber hier an der Diagonalen auftragen muss, kann sich hier so eine kleine Markierung machen, entweder mit einem Bleistift oder mit einem Falzbein. Da ich jetzt schon einige von diesen Karten gebastelt habe, habe ich das noch so ungefähr im Kopf, wo ich den Kleber auftragen muss.
Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen, also hier ist das jetzt nicht ganz so schlimm. So, fangen wir mal auf der rechten Seite an. Dann kleben wir einfach hier das Designerpapier auf. So, und schaut, dass ihr hier bündig mit der Kante seid. Und auch hier unten, dass das Dreieck hier wirklich unten an der Kante von der Karte bündig zusammenliegt. So, dann haben wir die rechte Seite schon geklebt. Dann klappen wir die auf, nehmen die linke Seite, tragen hier auch wieder Kleber auf. So. Und dann kleben wir hier das Designerpapier noch hin. Könnt ihr, wie gesagt, auch mit farbigen Farbkarton machen oder ihr bestempelt weißen Farbkarton, je nachdem welches Muster ihr verwenden wollt, Blümchenblätter, so wie ihr das möchtet. So, jetzt sind beide Seiten fertig und die werden dann nachher so zusammengeklappt. Jetzt steht das hier natürlich noch über, da nehmen wir uns einfach dann die Schere her und schneiden dann den überschüssigen Farbkarton einfach ab. So, macht da einfach per Augenmaß, also einfach hier an der Diagonalen entlang schneiden. Das ist nicht schwer und sollte kein Problem sein. Okay, bei mir klappt das auch nicht immer sofort. Ja, gerade noch gesagt, das sollte kein Problem sein. So, jetzt haben wir es. So. Und jetzt wird die Karte im Prinzip also crisscross, ne, weil die sich halt wie ein Kreuz überschlägt. So, und wir kleben jetzt diese Karte einfach nur hier unten fest. Dazu nehme ich auch einfach nur wieder Flüssigkleber her, gebe hier einfach so einen Streifen auf. Macht nicht zu viel, sonst quillt es wieder raus. Ich glaube, ich habe hier schon so ein bisschen zu viel genommen, aber... Ach nee, stopp, ich nehme die andere Seite. Also, von rechts nach links. Da müsst ihr euch überlegen, wo ihr... wie ihr, oder auf welcher Seite ihr am besten anfangen wollt. Ich klappe dann meistens von, oder ich habe jetzt die ganzen Karten alle von rechts nach links zuerst angefangen. So, streift dann hier unten drüber. So, dann gebe ich hier einfach nochmal einen Streifen Flüssigkleber auf und falte dann die linke Seite nach rechts. So, und dann ist diese Crisscross-Karte eigentlich schon fertig. So, ich habe jetzt hier zwischen, damit die beiden Seiten zusammenkleben, immer auch noch ein bisschen Flüssigkleber aufgetragen. So, hier einfach so ein bisschen Flüssigkleber reingeben, auftragen und zudrücken. Hier oben auch noch mal kurz ein bisschen. So, dann sind die zwei Seiten auch zusammen festgeklebt. So, das war's schon. Ne, wie ihr sehen könnt, haben wir hier jetzt die Einschubtasche. So, da passen jetzt die Glitzersteine rein. Jetzt geht's an die Verzierung. Da nehme ich jetzt dieses schöne blütenrosa Band mit der goldenen Metallkante. Da hatte ich auch noch einige Rollen von übrig, weil ich fand das so hübsch, da habe ich mir direkt zwei Rollen bestellt. Und die, wie gesagt, müssen wir ja auch irgendwann mal aufbrauchen. Und das binde ich mir jetzt einfach so hier drum, ne, weil das Papier halt auch in blütenrosa ist. So. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht mehr den Namen von dem Papier, welches ich benutzt habe. Das war aus der Aktion Neu und Perfekt abgestimmt. Da gab es mal für die Celebration so einige Zusatzartikel, die man noch bestellen konnte im März. Ich weiß leider den Namen von dem Papier nicht mehr. Der ist mir gerade entfallen. Ich habe irgendwo einen Zettel gehabt, wo ich mir das aufgeschrieben habe, aber ja, ihr kennt das ja, ne? So, also hier ist die Schleife jetzt drum und jetzt habe ich noch ein kleines Schild angebracht, wie ihr hier seht. Und zwar habe ich einmal hergenommen. So, das zeige ich euch jetzt mal eben. Die lageweise Ovale. Und zwar habe ich immer das drittgrößte hergenommen. Also von den ohne Wellenrand habe ich das drittgrößte. Hier seht ihr das kleine. Dann kommt das zweite und dann ist das die dritte Größe. Und bei dem Wellenoval genauso.
Hier ist das kleine, die zweite Größe und die dritte Größe. Also immer die drei größten habe ich ausgestanzt, wie ihr hier sehen könnt. Einmal in weiß für den Spruch und einmal als Hintergrund. Und dann habe ich einmal hier, das ist der raffiniert bestickte Rahmen, das sind diese hier. Da habe ich auch den drittgrößten hergenommen. Der gehört eigentlich hier oben hin. Ich habe den nur rausgelegt, damit ihr sehen könnt, welche Größe das ist. So, das waren die, die ich benutzt habe. So, und jetzt klebe ich schon mal diesen Rahmen hier auf. Dann klebe ich hier oben einfach über und unter dem Band jeweils zwei so Dimensionals auf. So, Schutzfolie abziehen. Ich weiß gar nicht, wo ich meine größeren hingepackt habe. Ich arbeite die ganze Zeit hier mit diesen ganzen Mini-Dimensionals. Dabei lohnt sich hier wirklich mal diese größeren, aber ich weiß leider nicht, wo ich die hingetan habe, muss ich wirklich sagen. Jetzt habe ich mir mit Kleber vollgesaut. So. Und jetzt klebe ich dieses Schild einfach hier auf. Da hier ich ja ein schönes kariertes Papier habe, kann ich die Kante hier schön gerade anpassen. Dann klebt das Schild auch ein bisschen gerade auf der Karte. So. Und dann nehme ich direkt hier dieses Wellenoval, gebe von hinten auch zwei so kleine Dimensionals auf. So. Und die klebe ich dann auch direkt hier mittig. Klebe ich das auf. Ja, sollte ungefähr passen. Und den Spruch, den ich hier verwendet habe, findet ihr in diesem Set Gartenzauber. Das ist leider ein Auslauf-Stempelset. Also wenn ihr euch das noch gönnen wollt, das ist echt ein wunderschönes Set. Da gehört auch noch eine Stanzform zu. Ich finde ja die Schriften so schön. Also wenn man das ein bisschen gerade hat und dann diese spielerische Schreibschrift, finde ich total schön. Und ich habe jetzt diesen Spruch genommen, ganz allein für dich. Ach, den habe ich hier schon aufgepatscht auf den Acrylblock. Und den stempel ich jetzt in Anthrazitgrau einfach hier auf, weil die Farbe halt so schön zu dem Blütenrosa passt. So. Dann lege ich mir das Oral so ein bisschen hier hin. So, jetzt hoffe ich, dass das einigermaßen gerade ist. Ja, das kann man so lassen. Wunderbar. So. Und dann nehme ich mir noch diese Blüte aus dem Set. Das ist diese hier. Und die quatsche ich mir einfach hier auf die andere Seite von dem Acrylblock und dann nehme ich das Kissen in Heideblüte. So, und dann nehme ich mir eben Schmierpapier hier zu. Denn ich verwende jetzt auch den zweiten Abdruck, weil ich möchte eigentlich, dass der Gruß im Vordergrund ist und nicht die Blume und dass die echt so dezent im Hintergrund zu sehen ist. So. Das war es auch schon. Dann klebe ich dieses kleine Grußschildchen auf das Wellenoval. So. Und dann ist das auch schon fertig. So. Und da ich ja hier noch eine Schüssel voller kleiner Swirls habe, die hatte ich euch ja im letzten Video schon gezeigt, die möchte ich ja auch gerne aufbrauchen. Habe ich mir hier schon welche rausgesucht, damit ich die direkt jetzt hier aufkleben kann. Ich muss jetzt gerade überlegen, welchen ich hier nehme. Ich glaube, ich nehme jetzt den hier. So, packe ich hier einfach so drunter, weil das Schöne ist ja, die haben ja zwei Farben, beziehungsweise ist ja zweifarbig. Einmal auf der einen Seite Blütenrosa, auf der anderen Seite Weiß. Und da ich jetzt mit dem Blütenrosa gearbeitet habe, nehme ich jetzt die Seite mit dem Blütenrosa. Dann hebe ich einfach diesen Wellenkreis hier unten an und klebe dann von unten drunter mit einem Glue-Dot diesen kleinen Zwirbel fest. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt haken die hier wieder aneinander. Ist auch eine Fummelei hier immer, wenn die so aneinander kleben. So, auch wieder ein Klebepunkt unten drunter. So, und dann schiebt man das einfach hier unten drunter. Ja, und schon hat man so eine kleine Karte fertiggestellt. Könnt ihr natürlich wieder so machen, wie ihr wollt.
Ich finde, das ist immer eine schöne Variante, ist mal eine andere Variante, wenn man von oben so eine Einschubtasche hat. Kann man, wie gesagt, einmal quer machen, einmal Hochkantformat. Sieht auch total schön aus, habe ich auch schon gesehen. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist so eine Karte schnell hergestellt. Ihr habt wieder einiges weggearbeitet, so wie das ja soll. Wir wollen ja mal langsam ein bisschen wegarbeiten. Ja, und das ist es für heute schon wieder gewesen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.